Also der Vorläufer von ja, Simplicissimus, Eulenspiegel oder eben heute Titanic, die fliegenden Blätter. So hieß diese erste deutsche Satirezeitschrift vor 175 Jahren in München gegründet. Ein Tischlergeselle aus Magdeburg und ein schwäbischer Leineweber bestreiten den Auftakt. Die Handwerksburschen sind Protagonisten der kleinen Erzählung, die am Anfang der ersten Ausgabe der Fliegenden Blätter steht, im Herbst 1844. Es geht um das legendäre Heidelberger Fass. Die Kombination, die diese Auftaktgeschichte ausmacht, sollte auch in späteren Ausgaben gelten. Humoristische bis satirische Texte, reiche Illustration. Schon die Titelvignette der ersten Nummer hat es in sich. Ein Wimmelbild, ein Menschenwelttheater. Der Schriftsteller und Journalist Erich Pfeiffer-Belli berichtet später über sein offenbar eindrückliches Leseerlebnis. Was zuerst gefiel und stets wieder betrachtet wurde, das war der Titel. Das fliegende Schriftband, auf dem reitend eine bunte Gesellschaft sich gleichermaßen in Balance zu halten suchte. Drunten sah man, o Täler weit, o Höhen, eine zart angedeutete, gewisslich deutsche Landschaft sich ausbreiten. Der Maler, Zeichner, Illustrator und Holzstecher Caspar Braun hatte 1843 mit dem Buchhändler Friedrich Schneider einen Verlag gegründet. Für ihre fliegenden Blätter können sie im Laufe der Jahre viele namhafte Künstler gewinnen. Moritz von Schwind, Karl Spitzweg, Hermann Dück, Adolf Oberländer oder Wilhelm Busch. Auch Franz von Poczi ist mit von der Partie. Sein zungenbrecherischer Staatshemoroidarius, eine Bildergeschichte über den deutschen Beamten, erlangt große Popularität. Er ist einer der Typen, die über die fliegenden Blätter hinaus ein Eigenleben entwickeln und zugleich ihrer künstlerischen Heimat neue Abonnenten sichern. Die achtseitige Zeitschrift erscheint schon bald regelmäßig, 2 bis 3 Mal monatlich, ab Nummer 50 wöchentlich. Was die Leser schätzen, ist die künstlerische und drucktechnische Güte der fliegenden Blätter. Literaturwissenschaftler Alfred Estermann schreibt: Sie sind das wohl am reichhaltigsten und intensivsten mit Illustrationen ausgestattete deutsche Periodikum dieser Art, wenigstens für ihre Laufzeit im 19. Jahrhundert. Fast auf jeder Seite findet sich ein Bild, oft auch mehrere. Ganz nebenbei kreieren die fliegenden Blätter einen kulturgeschichtlichen Epochenbegriff für die Zeit zwischen den Revolutionen von 1830 und 1848. Im Oktoberheft 1855 findet sich erstmals eine Persiflage auf die damalige Gemütspoesie. Titel: Auserlesene Gedichte von Weiland Gottlieb Biedermeier. In den folgenden Jahren erscheinen etliche weitere Parodien. Die fliegenden Blätter gelten als die erste deutsche Satirezeitschrift überhaupt und als das am längsten erschienene Exemplar dieser Gattung, veröffentlicht ohne Unterbrechung. Letzte Nummer im September 1944, am Ende des Zweiten Weltkriegs. 100 Jahre deutscher Zeitschriftengeschichte, über die der Literaturwissenschaftler Alfred Estermann urteilt: Sie gehören zu den vorzüglichsten Zentralstücken im Archiv der Deutschen.